Herzlichen Glückwunsch an Wirtschaftsminister Habeck. Er hat einen neuen Rekord aufgestellt, denn seine politischen Äußerungen jetzt im Wahlkampf sind mittlerweile weiter weg von der Realität auf der Erde als die Raumsonde Voyager 1. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und um das darzulegen, müssen wir natürlich erstmal rausfinden, wie weit ist denn jetzt die Raumsonde Voyager 1 von der Erde entfernt? 1977 hat sie sich auf den Weg gemacht und ist jetzt mittlerweile jenseits der Heliosphäre im interstellaren Raum oder auch anders ausgedrückt 23,3 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Ja, aber dort hat man eben gerade vermeldet, dass an der Voyager-Sonde eine Aussage von Habeck vorbeigeschnellt ist und jetzt noch weiter von der Erde entfernt ist, Leute. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Kolja, hör auf mit dem Humor, es ist Wahlkampf, dann kann ich nur sagen, Pech gehabt, anders kann man das doch gar nicht mehr hier beurteilen. Weil schaut mal, diese Aussage hier, ich musste so lachen. Habeck hat jetzt bei einem Wahlkampfauftritt in Dresden tatsächlich gesagt, Leute, dass die Alternative für Deindustrialisierung die AfD ist in Deutschland. Ja, ja, da habt ihr völlig richtig gehört. Also die AfD war es, die damals durch völlig überzogene Lockdowns und so weiter den Mittelstand, die Gastronomie und so weiter in den Ruin getrieben hat. Die AfD war es, die final den Nagel in den Sarg der Kernkraft gehämmert hat und jetzt dazu geführt hat, dass die industrielle Produktion in Deutschland immer weiter und weiter und weiter und weiter abgenommen hat. Und wahrscheinlich war es ja auch die AfD, die im gleichen Zug immer mehr und mehr zu solchen Schlagzeilen geführt hat, wie jetzt hier beispielsweise Georg Pazderski hier aufgelistet hat auf X, ja, mit all den ganzen Tausenden von Stellenstreichungen und täglichen Meldungen, ob es ZF ist hier zum Beispiel mit 14.000 Stellen, die gestrichen werden, oder Miele, oder Bosch, oder Michelin, oder BASF. Ja, 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 lieber Herr Habeck, daran ist natürlich die AfD schuld. Völlig klar, dass diese Partei für Deindustrialisierung steht. Nein, lieber Herr Minister, dafür stehen Sie, die gerade in der politischen Verantwortung sind. Die Ampelparteien, die sind es, die diese Industrialisierung hier massiv beschleunigt haben und Deutschland in eine Rezession getrieben haben. Aber ganz neben der Aussage von Habeck, ja, ist jetzt sogar noch eine weitere Aussage gesichtet worden und die könnte in ihrer Beschleunigung sogar noch an der von Habeck vorbeitreffen, nämlich die Aussage jetzt von Gesundheitsminister Lauterbach, der jetzt allen Ernstes gesagt hat im Wahlkampf, Scholz ist der beste Bundeskanzler, den wir hier gehabt haben. Es ist wirklich einfach nur noch pure Comedy. Ich würde ja sagen, holt euch das Popcorn, aber dafür ist dann doch das Thema insgesamt zu ernst. Und jetzt, Leute, sage ich euch, vergeht euch wahrscheinlich gleich das Lachen, weil jetzt hören wir uns mal ein paar andere Aussagen noch von Habeck hier aus dem Wahlkampf an. Und zwar zum Thema AfD und Korruption. Und hier muss ich sagen, begibt er sich sehr, sehr, sehr stark aufs Glatteis, weil er hier nämlich, und das kommt von jemand, der ja ständig und immer wieder vor Populismus und so weiter warnt, und das hat ja Herr Habeck mit vielen anderen grünen Politikern gemein, überall wird immer in Richtung AfD vor Populismus und so gewarnt und vor unhaltbaren Fake-Informationen, Desinformationen, aber das, was hier der Wirtschaftsminister geäußert hat, ja, wahrscheinlich angestiftet durch den starken Zuspruch seiner Stammwähler, also diejenigen, die überhaupt noch übrig geblieben sind, das, ja, ist völlig neben der Spur.
Hört mal ganz kurz rein. Bei der ersten Aussage wird er ein bisschen unterbrochen durch den Applaus. Also da hört man das nicht so gut. Aber er wiederholt es dann freundlicherweise nochmal. Einfach mal reinhören, was der Herr Minister hier so sagt. Diskussion in Sachsen, ich darf sagen, in Thüringen schaut. Und wenn man die Debatten im Wahlkampf verfolgt, dann kann man sich manchmal nur noch wundern. Und erlauben Sie mir, ein paar Beispiele quasi auf den letzten Tagen zu nehmen. Und ich fange an mit dieser Veranstaltung raus, vor der Tür sind Sie alle an einem Transparent vorbeigegangen, wo wenig Freundliches zur Bundesregierung stand. Unter anderem das Wort Korruption. Ja. Niemand in der Bundesregierung, weil wir machen nicht alles richtig und wir streiten uns schön, aber korrupt gekauft ist niemand. Im Unterschied zu AfD und BSW. Denn Danke, lieber Herr Minister, das wusste ich ja gar nicht, dass man das haben darf. Danke, dass Sie das uns erlauben, dass wir andere Meinungen haben dürfen. Sich aber für seine Meinung bezahlen zu lassen, im Internet Stimmen zu kaufen, Trollarmeen aufzubauen, eine Meinung gekauft zu bekommen, das ist widerlich und das gehört sich nicht. Und wir wissen, dass AfD und BSW genau so bezahlt werden. Habt ihr das gehört? Also er bezichtigt gerade der AfD, ja, und deren Politiker, dass sie gekauft seien, sich selbst Stimmen kaufen würden im Internet, ja, und Trollarmeen aufbauen würden und selbst in ihrer Politik und so weiter bezahlt werden. Hier, Herr Minister, sollten Sie langsam mal ein bisschen aufpassen, was Sie sagen, weil das grenzt ja schon in Richtung Verleumdung, meiner Meinung nach. Hier würde ich gern mal jetzt die Belege und die Beweise sehen. Und da kommen Sie mir bitte jetzt nicht mit irgendwie Herr Bistrun und Herr Krah und so und irgendwelchen komischen Audioaufnahmen irgendwo in Tschechien oder so. Die sind noch weiter weg als die Voyager-Raumsonde. Oder haben Sie bisher irgendwelche gehört? Nee, also ich habe keine gehört bisher. Und ich habe auch keine Medienberichte mehr darüber gesehen. Das haben wir nur vor den EU-Wahlen schön hochgekocht bekommen und jetzt ist davon nichts mehr zu lesen. Also wo sind die Belege und Beweise? Weil das sind schwere Vorwürfe und wenn das stimmt, dann wäre es extrem wichtig, auch aufgeklärt zu bekommen. Genauso wie mit irgendwelchen Trollarmeen und gekauften Stimmen und so. Aber wisst ihr, worüber wir Bescheid wissen? Dass beispielsweise damals, ja auch während der Pandemie und so, aber auch danach, zahlreiche Wissenschaftler und Journalisten ja für ihre Moderation bei diversen Regierungsveranstaltungen schon ein Honorar gekauft haben, sei es beispielsweise ein Herr Lesch oder ein Herr Eckart von Hirschhausen oder so. Oder dass man damals ja auch diverse Influencer bezahlt hat in den Impfkampagnen und so weiter. Ja, das waren natürlich nicht Politiker, die bezahlt wurden, aber diese Regierung bezahlt natürlich viele andere Menschen dafür, um dafür Werbung zu machen, ja, für ihre Programme. Ja, sei es jetzt durch NGOs, sei es durch Influencer und so. Und wenn wir uns natürlich anschauen, was alles los war bei den Greichens und Co. oder dass jetzt beispielsweise auch die Grünen gegen ihr eigenes Bundestagswahlprogramm verstoßen haben, wo sie ja noch geschrieben hatten, dass man eben größere Einzelspenden komplett abschaffen wolle, vor allem wenn sie nicht von natürlichen Personen kommen, sondern von juristischen Personen. Und jetzt gerade im Anfang August die Grünen eben aber eine 160.000 € Spende von Camp Act erhalten und etwa nicht abgelehnt haben oder so. Also da muss ich sagen, lieber Herr Habeck, sollte man vielleicht mit seiner Wortwahl etwas aufpassen, vor allem dann, wenn man den anderen immer Populismus und so weiter vorwirft, oder? Aber ganz ruhig bleiben, der Wahlkampf ist eh bald vorbei, dann kann man vielleicht wieder mit seinen Aussagen etwas, nur ganz etwas wieder näher an die Realität rankommen. Ich glaube aber, wir werden das nicht erleben.